Heute sind wir beim Chris Diers. Hallo. Du bist FDP-Fraktionsvorsitzender in Wiesbaden. Hast natürlich nicht nur das Thema Citybahn, aber vor allem auch in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren oder auch schon länger miterlebt. Erstmal von uns, von der Bürgerinitiative Mitbestimmung, einen großen Dank an die FDP. Ohne eure Oppositionsarbeit hätte es keinen Bürgerentscheid gegeben. Und natürlich auch viele unangenehme Fragestellungen im Ausschüssen, im Stadtparlament etc. Erstmal herzlichen Dank für eure Arbeit. Ja, den Dank kann ich erstmal zurückgeben, weil ich glaube, ohne die, ich sag mal, tatkräftige Arbeit der BI-Mitbestimmung wäre es gar nicht so weit gekommen, dass es einen Bürgerentscheid geben konnte. Ich glaube, das war an der Stelle eine gute Koproduktion. Generell, wie ist so dein persönliches Meinungsbild zum Projekt Citybahn, also aus kommunalpolitischer Sicht? Wie findest du die ganze Außendarstellung und diesen ganzen Ablauf von dem Projekt? Also das ist nicht nur suboptimal gelaufen, selbst wenn wir, ich sag mal, unsere Position ist ja bekannt, dass wir das Projekt ablehnen, aber auch wie das Projekt insgesamt gelaufen ist, ist ja mehr als suboptimal. Ich fange mal vielleicht mit der Geschichte an, wie das Ganze entstanden ist. Das Thema Citybahn oder eine Stadtbahn in Wiesbaden ist ja, ich sag mal, ein Thema, was wir über die letzten 20 Jahre eigentlich immer wieder hatten. Anfang dieser Legislaturperiode, davor war über eine Neuauflage dieses Projekts eigentlich überhaupt gar keine Rede, kam dann die Kooperation mit der Idee um die Ecke, wir brauchen jetzt den Schienenverkehr in Wiesbaden. Es gab keine Studie dazu, es gab keine Zahlengrundlagen, gar nichts. Man fasst da einen, ich sag mal, es war zwar kein, ich sag mal, faktischer Grundsatzbeschluss, aber man sollte mit den Planungen beginnen und setzte alles darauf, dass man sozusagen den ÖPNV auf die Schiene setzt. Und das war für uns halt ein Punkt, das Thema von Anfang an natürlich kritisch zu begleiten. Die erste Forderung von unserer Seite war, dass wir erstmal, ich sag mal, eine Grundlage benötigen. Das wurde hinterher zum Mobilitätsleitbild, aber viel, viel, viel zu spät. Und da waren die Planungen aus unserer Sicht schon viel zu weit fortgeschritten. War ja auch so Teil dieser Citybahn-Entwicklung, sozusagen dieses Mobilitätsleitbild. Genau. Ja. Also man hat es auch aus unserer Sicht komplett falsch rum aufgezäumt. Nicht erst geplant und dann zu einer, ich sag mal, möglichen Lösung geführt, sondern direkt gesagt Schiene und dann versucht es zu argumentieren. Das ist natürlich aus meiner Sicht definitiv der falsche Weg. Und wie ist so deine persönliche, oder wie sind so deine persönlichen Erfahrungen? Es wurde ja immer als unabhängiges und ergebnisoffenes Projekt ja verkauft in der Öffentlichkeit. Meinst du, die Bevölkerung hat das auch so aufgenommen? Also wenn man mal so die, ich sag mal, das Ohr am Volke hat, glaube ich, nein. So wie ich das ja eben auch gesagt habe, man muss ja die zwei Sachen ein bisschen trennen voneinander, Mobilitätsleitbilddebatte und die Debatte Citybahn. Bei der Citybahn gab es natürlich sofort die Fokussierung darauf, man wollte dieses Projekt durchsetzen. Mhm. Und man hat hinterher das Mobilitätsleitbild ins Leben gerufen. Eigentlich eine gute Idee, mal sich alle Verkehre anzuschauen, auch die Megatrends anzuschauen. Aber wie das dann operativ umgesetzt worden ist, war dann halt der Sache geschuldet, dass man die Citybahn umsetzen wollte. Es führte hinterher alles nur zu dem, ich sag mal, beeinflussten Resultat. Die Citybahn ist die einzige Lösung, wird Allheilbringer für alle Probleme, die wir in Wiesbaden haben, sein. Das versucht man jetzt zwar wieder einzukassieren, aber so war die Geschichte halt, wie sie ganz am Anfang gesponnen worden ist. Und da kommen sie jetzt leider Gottes auch nicht raus. Die ganze Thematik auch jetzt hier mit Vandalismus bei den Plakaten oder generell jetzt so im Wahlkampf. Ein Plakat von euch wurde ja auch kopiert. Wie fasst du das persönlich so auf? Ich glaube, die Panik ist momentan ziemlich groß auf der, ich sag mal, Pro-Seite. Sonst würde man zu solchen Mitteln nicht greifen. Ich sag mal, es ist rechtlich auch ziemlich umstritten. Geht hier ja auch um Urheberrechtsschutz. Es gibt auch relativ deutliche Entscheidungen, wie man damit umgeht, wenn Plakate kopiert worden sind. Wir sehen das relativ gelassen, ehrlicherweise. Wir werden jetzt mal bis Sonntag abwarten. Nur danach muss natürlich insgesamt, wie diese Diskussion gelaufen ist, eine Diskussion auch in der Stadt stattfinden, weil das Thema polarisiert, aber man muss den Anstand an der Stelle wahren. Und wir haben unsere Punkte auf unsere Plakate gebracht. Da kann man immer sagen, auf Plakaten, man reduziert das auf das Nötigste. Das ist so, das tun alle. Allerdings dann mit solchen Aktionen um die Ecke zu kommen und finde ich, wie gesagt, ist eigentlich No-Go, hat mit Anstand nichts mehr zu tun. Die Farbschmierereien, das ist eine andere Sache, das hat man leider Gottes in allen Wahlkämpfen. Ob das jetzt, ich sag mal, getrieben ist durch bestimmte Gruppen oder ob das allgemeiner Vandalismus ist, kann ich momentan überhaupt nicht beurteilen.
ist eine Sache, die gar nicht geht. Also gerade in der Demokratie, wenn ich sag mal, zwei Richtungen streiten, in einem Wahlkampf dann mehrere Parteien, ist das eine Sache, die überhaupt nicht geht, weil das eigentlich unsere Demokratie an der Stelle ein Stück weit unterhöhlt. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass diese Citybahn-Werbung, sage ich jetzt mal, oder die ganze Kommunikation dazu ja mit einem sehr hohen Geldbetrag ja auch unterstützt wurde. Also ich glaube, von den Befürwortern der Citybahn kann sich jetzt keiner beschweren dahingehend, dass es jetzt nicht genügend Werbung gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld die BI da an der Stelle in diesen Wahlkampf geworfen hat. Wir sind mit einem relativ kleinen Betrag dabei, wenn ich das vergleiche mit dem Millionenbudget, was die Citibahn GmbH und die Stadt da an der Stelle zur Verfügung gestellt hat. Der OB wirbt mit angeblich allgemeinen Informationen, die aber komplett nur einseitig sind, schreibt aber noch in dem Anschreiben, dass man das für und wider eigentlich ordentlich darstellen möchte. Also das ist Kokolores, das weiß jeder. Das ist hier ein Wahlkampf, der von Seiten der Stadt und derjenigen, die das unbedingt wollen, getrieben wird und ich glaube, das merken aber die Bürgerinnen und Bürger auch sehr deutlich. Und es gibt ja ein ganz umstrittenes Detail in diesem Wahlkampf. Das ist am Rathaus ein Banner, was von der Citibank GmbH aufgehängt worden ist. Da wird zwar allgemein um Stimmen geworben, jede Stimme zählt, aber deutlich mit dem Logo der Citibank GmbH an der Stelle verbunden in dem gleichen Design. Das ist Wahlwerbung an einem öffentlichen Gebäude und auch noch einem Wahllokal. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht überhaupt nicht geht. Also umso unverständlicher, dass man sich eigentlich so als Befürworter einer Citybahn, ich meine, das sind natürlich jetzt auch nur bestimmte Leute, die sich da so fehlverhalten, ne? Aber gibt eigentlich keinen Anlass dafür, in der Form zu agieren. Ne? Wäre auch ein schlechtes Signal, wenn das so stehen bleibt, dann ist es ja auch schon bald eine Kommunalwahl, die bevorsteht. Ja. Und wenn das so die zukünftige Umgangsform ist, ja, dass sich also gegenseitig alle nur noch die Plakate beschmieren und abreißen und umdrehen, kein gesunder Zustand. Du hast ja auch, glaube ich, einen ganz guten Einblick zum Thema Finanzen, Stadthaushalt. Ja. Zum Thema Kosten, Citybahn, willst du da noch irgendwas sagen? Also auch im Verhältnis zur Stadt so? Ja, also wir werden ja gerade in dieser Woche auch die Haushaltsberatung haben. Es wird sehr spannend werden, wie gerade dieser Kostenpunkt SW-Verkehr gesehen wird. Wenn wir die Kosten anschauen, die von Seiten der Befürworter propagiert werden, da ist eine Riesendiskrepanz zu dem, was eigentlich auf den offiziellen Dokumenten steht. Also der Oberbürgermeister und auch die Befürworter sagen, 28,75 Millionen Euro kostet das Ganze und nicht mehr. So, ich nehme mal die Betriebskosten außen vor, die das Ganze noch on top bringen wird. Dann ist das aber auch von Investitionskosten eine Zahl, die nicht stimmt. Weil wenn man mal nur dazu nimmt, die normalen 20% Baunebenkosten, also diese 28,75, dann kann man die schon mal nochmal verdoppeln. Das heißt, es kommen dann nochmal 57,5 Millionen Euro drauf. Die Fahrzeuge sind gerade korrigiert worden. Wenn man da nur den Wiesbadener Anteil an der Strecke nimmt, sind das nochmal 77 Millionen Euro mehr. Und wir würden dann schon zu einer Investitionssumme kommen, die Wiesbaden betrifft, von 163 Millionen Euro. Man muss dazu sagen, es gibt dann ja noch diese 90% auf diese reinen Baukosten, was die Schiene anbelangt, wird ja auch vom Steuerzahler bezahlt. Aber wenn ich mal nur die Stadt Wiesbaden anschaue, 163 Millionen Euro stehen halt komplett in einem Missverhältnis zu den angeblichen knapp 30 Millionen Euro, die propagiert werden. Und das wird aber munter weiter behauptet, obwohl das schon lange widerlegt ist. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine falsche Information, die dabei vorliegt. Wenn man sich SW-Verkehr insgesamt anschaut, wir hatten über Jahre lang ein Defizit, also SW wird immer defizitär sein, von um die 23 bis 25 Millionen Euro. Das ist über die Jahre jetzt natürlich ein bisschen teurer geworden, auf über 30 Millionen Euro. Seitdem allerdings die Grünen am Werk sind und wir einen umfassenden Dienstleister der Mobilität mit der SW machen wollen, mit einem Fahrradverleihsystem, was angeblich jetzt schon längst positiv sein sollte, trotzdem über eine Million Defizit jedes Jahr hat. Und noch viele andere Projekte landen wir in den nächsten Jahren bei über 80 Millionen Minus. Und das ist aus meiner Sicht von den Stadtfinanzen nicht mehr zu halten. Vor allen Dingen bei diesem Defizit ist die Citybahn noch überhaupt nicht mit integriert. Das heißt, das wird noch oben drauf kommen. Das heißt, Prognose wird wahrscheinlich dann irgendwann über 100 Millionen Defizit sein, was nur die SW-Verkehr bringt. Das ist von der Stadt aus meiner Sicht überhaupt nicht leistbar. Sie kennen die aktuelle Situation. Nicht nur durch Corona, es gab ja schon andere Anzeichen, dass die Wirtschaft, in eine Rezession gehen wird. Corona hat das Ganze nur noch verschlimmert und ich glaube nicht, dass die Stadt sich das auf lange Sicht leisten kann. Vielleicht ein Satz, also auch aus Sicht von der Bürgerinitiative, dass SW als umfassender Mobilitätsdienstleister
da gehört halt auch Vertrauen dazu. Und das, was jetzt so die letzten 3 Jahre da stattgefunden hat zum Thema Citybahn, widerspricht also zu 110% diesem Vertrauen. Und also da muss man sich wirklich auch die Frage stellen, ob das so außerparlamentarisch da richtig angesiedelt ist, dass quasi mit einem Freibrief aus dem Stadtparlament da in jeglicher Hinsicht alles stattfinden kann. Ja. Ja gut, es ist ja nicht außerparlamentarisch. Also die Stadtpforten haben schon noch die Kontrolle über die Gesellschaft. Man hat nur diesen Freibrief gegeben und das ist sicherlich ein Punkt, den man aus meiner Sicht korrigieren muss, damit die SW-Verkehr zumindest mal, was das Defizit anbelangt und insgesamt die Wirtschaftlichkeit anbelangt, ich sag mal, wieder zu einem normalen Pfad zurückfindet und nicht, ich sag mal, einen Freibrief hat, das Geld rauszuschmeißen an allen Ecken und Kanten, nur der Mobilität zuliebe. Warst du schon wählen? Ja. Ja, sehr gut. Briefwahl natürlich, ja. In den jetzigen Zeiten. Ja, also wir hoffen ja alle, dass es eine möglichst hohe Wahlbeteiligung gibt, damit eben auch wirklich das Stimmungsbild von Wiesbaden gut abgebildet wird. Ja. Und ja, wenn du sonst jetzt... Es ist halt eine einmalige Gelegenheit, mal bei einem Thema, bei einem einzelnen Sachthema als Bürgerin oder Bürger sich zu entscheiden, ja oder nein. Ja. Und das hat man ja sonst normalerweise nicht. Normalerweise darf man bei Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen eine Partei wählen. Da stimmt man wahrscheinlich nie 100% mit allen Punkten überein. Aber hier hat man wirklich die Gelegenheit, bei einem Thema ja oder nein zu sagen. Es gibt einen kleinen Nasenfuß dabei. Wir müssen halt ein Quorum erreichen. Das heißt, es müssen über 30.000 Stimmen an der Stelle zusammenkommen. Deswegen meine Bitte, geht wählen, alle miteinander. Ich sage mal, unsere Positionierung kennt jeder. Wir müssen das Quorum erreichen, damit es dann auch eine Bindewirkung entfaltet. Fällt mir gerade noch ein kleines Stichwort, noch ein Thema Wortspiel, Fragestellung. 41 Worte lange. Also ich glaube, manche werden in der Wahlkabine dann doch ein bisschen überrascht sein, wenn sie den Zettel dann mal so tatsächlich aufmachen und sehen, was da so vor ihnen liegt. Ja, also wir haben ja im Stadtparlament lange dafür gekämpft. Wir als FDP haben einen Antrag eingereicht gehabt, die mit einer etwas kürzeren Fragestellung, nämlich nur, sind Sie dafür, dass die Bahn gebaut wird von A nach B, Punkt, aus, Ende. Kann man ganz einfach mit Ja, Nein beantworten. Die Mehrheit von in dem Fall SPD, Grünen und auch CDU wollten unbedingt diese komplizierte Fragestellung haben, die absolut manipulativ ist. Ich glaube allerdings, dass die Wählerinnen und Wähler klug genug sind, das Manöver zu verstehen und das zu reduzieren auf die Fragestellung Ja, Nein. Es ist trotzdem Unding, dass so eine Fragestellung auch unter Demokratiegesichtspunkten überhaupt in die Welt gesetzt worden ist. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Alles Gute. Bis dann. Bis dann.